Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man das Sono AI Tool verwendet. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und folgt diesen einfachen Schritten. Zuerst müsst ihr nur euren Webbrowser öffnen, zum URL-Bereich gehen und nach Suino AI suchen. Jetzt müssen wir nur auf Song erstellen klicken und von hier aus können wir mit dem Erstellen von Songs mit Hilfe von Sono AI beginnen. Im Grunde gibt es also ein Decken, wo ihr die Galerie anderer Leute oder anderer Songs sehen könnt, die erstellt wurden oder ihr könnt. Einfach mit der Anmeldung beginnen, um ein kostenloses Konto bei Sono AI zu erhalten. Ich verwende also einfach mein Google-Konto, damit ich mich anmelden kann und dann mache ich einfach weiter. Und akzeptieren und im Grunde können wir Sono AI jetzt kostenlos verwenden. Jetzt muss ich nur noch auf Erstellen gehen und im Grunde brauchen Sie nur. Sie können entweder einen benutzerdefinierten Modus verwenden, wenn Sie Ihrer Musik einen Text hinzufügen und Ihnen natürlich einen Titel einen Stil geben möchten, sodass Sie eine Art Lied haben können, oder Sie beginnen einfach mit dem Hinzufügen einer Eingabeaufforderung und dadurch wird das ganze Lied mit dem Text US erstellt. Nehmen wir also ein beliebiges Lied, zum Beispiel über einen fröhlichen oder süßen Rinden-Corgi. Und wir klicken auf Erstellen und warten und unser Lied wird mit diesem KI-Tool erstellt. Und wie Sie sehen können, können wir jetzt viele Versionen oder einige Versionen sehen. Das hier ist Popmusik und diese ist skurril im Pop. Und wenn Sie den benutzerdefinierten Modus verwendet haben, können Sie einige Einzelheiten festlegen oder wir haben mehr Kontrolle mit Hilfe von Key. Jetzt ist es soweit. Im Wesentlichen können Sie Sono AI so verwenden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.